Und weiter geht's. Dishonored. Ja, okay, anscheinend wurde ich wieder in die Kanalisation zurückversetzt, aber naja. Achtung, Bürger von Dunkirk. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer Ja, halt die Klappe. Halt doch die Klappe. Ja. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Du Idiot, ich bin ja auch ein Attentäter, warum soll ich hier nicht herauskommen? Okay, ich bin ein späterer Attentäter. Ja. Fail. Kaum Münzen gefunden, sonst auch nichts zu finden. Ja, hoher Chaosfaktor. Hört sich lustig an. Weiter geht's. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Ja, ja, ja. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Kaisertreuen, triff dich mit den Kaisertreuen in der Bar. Nee, weißt du, oben im Turm. Ich werde auch was trinken. Der Outsider wandelt unter uns. What? Okay, strange. Es beginnt also, Admiral. Wir haben ihn gefunden. Selbst ja, offensichtlich. Ist er geschickt und fangen. Ja, wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Hi. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle Verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pennell. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie, wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Okay, statisches Bier und leuchtende Flaschen. Und ich fühle die Piste. Gut, dass Sie hier sind. Nichts gegen die anderen. Aber es gibt nichts besser. Bla. Soll die Pistole von seiner Brust als Schutz sehen? Ich meine, vielleicht legt schon eine Pistole so. Schon mit Piero gesprochen? Oh, der. Er stellt die Waffen her, die Sie bei Ihrer Flucht als Coldridge hatten. Gehen Sie zu ihm. Nicht, oder? Ja, morgen verschuldig. Haben Sie den Verstand verloren? Ah, geht doch. Okay,
Ich werde Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstücke. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Vorsichtig, das Öl ist instabil. Okay, Junge. Eine große Sauerei, wenn es explodiert. Ja, der Tank ist offensichtlich leer. Moment, das kann man das Raum nicht verwenden. Hui. Erstaunlich. Wow. Der hier ist leer. Einen neuen. Die Akademie lehrt die absurde Theorie, dass Walöl Energie besitzt, damit Wale auch noch in größten Meerestiefen überleben können. Ansonsten könnten sie dem Druck und der Kälte nicht standhalten. Ich spekuliere, dass ein Mensch durch Anpassungsprozesse hochenergetische Körpersäfte produzieren könnte. Ich könnte einen Tank für ein Testobjekt bauen, der seinen Druck langsam über einen großen Zeitraum erhöht und dann über Jahre hinweg beobachten, ob das Testsubjekt eine energetische Substanz bildet. Sehr verrückt. Die Kaiserin wird mir sicher mit entsprechenden Anlagen, einem Testsubjekt und der notwendigen Straffreiheit aushelfen. Das erinnert mich irgendwie an Bioshock. Perfekt. Nun rein damit. Alexandra. Einfach in die Nähe der Öffnung halten. Der Magnetismus besorgt den Rest. Perfekt. Vielen Dank, Corvo. Hier, sehen Sie? Die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still, damit ich Sie anpasse. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So, besser so? Ich kann auch mehr für Sie herstellen. Verbesserungen für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Ja, durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Kam ich denn schon vorher an? Kam ich denn schon vorher an das Geld? Ich hab doch. Die kann ich doch vorher. Er hat sie doch nicht verkauft. Ah. Hm. Schwerfe Abend. Präzision. Sonst was. Kann ich doch nicht schaden. Na, verdammt. Kein Geld mehr. Naja. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Ja, was auch. Nun gut. Sie müssen es wissen. Sagen Sie mir, wenn Sie noch etwas brauchen. Okay, Piero kann Ausrüstungsgegenstände herstellen und verbessern, wenn du ihn bezahlst. Nee, ist alles gratis, weißt du. Wenn du gefundene Baupläne zu Piero bringst, kannst du neue Verbesserungen freischalten, die du anschließend kaufen kannst. Du kannst jederzeit auf diese Dienste zugreifen, indem du einfach mit Piero sprichst. Hm. Tolle Zeit. Hm. Okay, da ist mein... Schalten Sie gerade die ganze Energiewirtschaft hier auf. Aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos ist das Schiff untersagt, im Destilleriebezirk anzulegen. Wer diese Anordnung missachtet, wird zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk gebracht. Ich meine, Sie waren bei Piero. Gut. Jetzt ruhen Sie sich aus. Ich meine, wir werden noch gebraucht dafür. Und hier einfach die ganze Energiewirtschaft. Ja, aber keine Forschung. Er arbeitet Ausdrücke mit unseren Herren. Er soll die Kaiserin getötet haben. Natürlich hat er das nicht. Die Leute sind dumm und glauben, was man nicht. Ja, whatever.
Wenn der Admiral im Vertrauen ist, werde ich auch. Warum soll man noch mal kommen? Nee, Emilys Gemächer ist lieber. Okay, deswegen heißt das Ding so. Hundekämpfe. Nett. Dann wollen wir mal. Nee. Das heißt, ich gehe jetzt zum Bett. Den ganzen Weg und bleib wach. Ganz hoch. Und das. Okay, damit endet diese Folge und ja. Lass dich ja essen.